Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande. In diesem Video geht es um das Bosch Kiosk Display. Ich werde auf die ganzen Details und Features eingehen, was das Display also alles kann. Ich werde euch zeigen, wie man das bedient und ich werde auch zeigen, wie man das mithilfe des Smartphones individualisieren kann und die ganzen Funktionen so gut wie möglich nutzen kann. Also viel Spaß! Das Kiosk-Display ist von dem Cargo, das ich euch auch schon in mehreren Videos vorgestellt habe. Könnt ihr oben klicken, um diese Videos zu sehen. Das ist das kleinste Multifunktionsdisplay, was Bosch zu bieten hat. Dann gibt es noch das Purion-Display, das ist kleiner, aber das kann nichts im Vergleich zu diesem kleinen Display. Das ist auch eher für den sportlicheren Einsatz mit E-Mountainbikes oder ähnlichen Fahrrädern gedacht. Das Kiosk-Display ist sehr, sehr klein. Hier ist der Größenvergleich zu einem Garmin Edge 520. Da ist das Kiosk-Display sogar tatsächlich noch mal eine Spur kleiner. Wir haben hier ein kleines Farbdisplay und zwei Tasten für die Bedienung. Es hat kein Touchscreen oder ähnliches. Das heißt, für die eigentliche Bedienung muss man auf die Lenkertaster zurückgreifen, um alle Funktionen auch nutzen zu können. Hier werden einem nur so ein paar Daten angezeigt, die der Computer gespeichert hat. Und man kann es in diesem Zustand, also nicht am Rad befestigt, auch per Bluetooth mit dem Handy verbinden. Hier könnt ihr die Aufnahme für das Kiosk-Display sehen. Das schnappt so ein bisschen magnetisch in seinen Platz ein. Man muss es dann aber trotzdem nochmal festdrücken. Und wenn man es anschaltet, dann sagt es einem Hallo. Das ist jetzt der Grundbildschirm. Wir gehen aber erstmal auf die Bedienung ein. Und das ist ein etwas komplexeres Gebilde als bei dem Intuvia-Display zum Beispiel. Wir haben hier die Plus- und Minus-Tasten, Links- und Rechts-Tasten, eine Options- bzw. Bestätigungstaste und hier oben wird die Schiebehilfe aktiviert. Und mit diesen Tasten kommt man durch das komplette Menü des Kiosk-Displays. Das hier ist jetzt der Grundbildschirm und hier kann man die Uhrzeit, den Unterstützungsmodus, ob Licht an oder aus ist, sowie den Akkuladestand sehen. Dann die Einheit, die gefahrene Geschwindigkeit wird hier angezeigt, ob man im manuellen oder im Automatikmodus ist, weil wir hier eine Enviolo-Automatik verbaut haben, sowie den Grad der Unterstützung sehen. Gehen wir aber mal mit dem Taster nach links einen Bildschirm zurück. Hier werden also neben den Informationen von eben auch noch die beiden Batterien angezeigt, beziehungsweise der Ladezustand der verschiedenen Batterien und dann auch der Ladezustand von dem Handy, das per Bluetooth mit dem Kiosk-System verbunden ist. Das finde ich ziemlich cool. Und auch, wann das System zuletzt synchronisiert hat. Und dann hier, dieses Symbol kommt immer dann, wenn eine GPS-Verbindung mit dem Handy besteht. Gehen wir mal in die Einstellung rein, indem wir die Optionstaste drücken. Und hier kann man sich jetzt verschiedene Dinge anzeigen lassen und auch verschiedene Dinge einstellen. Starten wir mit Mein E-Bike. Hier kann man sehen, wann das Fahrrad zum letzten Mal zurückgesetzt wurde. Hier kann man dann einstellen, ob es sich automatisch zurücksetzen soll, also die Tageskilometerzähler etc., ob man das täglich oder nach 4 Stunden haben möchte. Dann kann man hier die Reichweite zurücksetzen, um sie nochmal neu zu berechnen anhand des letzten Fahrprofils. Und eine E-Shift-Funktion, das haben wir hier jetzt bei der Enviolo-Automatik. Hier kann man dann die Automatik kalibrieren, falls sie mal nicht richtig funktionieren sollte. Dann kann man hier den Radumfang, den hinteren Radumfang einstellen, der maßgeblich ist für die gefahrene Geschwindigkeit und dann auch, welche Komponenten verbaut sind. Wir haben das Kiosk-Display, die Software-Version, Hardware-Version, die Seriennummer, Typteilnummer, Bluetooth-Adresse, und dann Informationen über die Drive Unit, also den Motor an sich. Das ist also ein Performance CX Motor, die Software-Version des Motors, die Hardware-Version des Motors, die Seriennummer, Typteilenummer, wie viele Stunden der schon gefahren ist, den aktuellen Kilometerstand. Dann die Informationen über den Akku, also wie er eingebaut ist, die Software-Version des Akkus, die Hardware-Version des Akkus, die Seriennummer des Akkus, die Typteilenummer des Akkus, dann noch von dem Ladegerät und da wir hier 2 Akkus haben, natürlich auch von dem 2. Akku das Ganze. Und dann kann man hier die E-Shift-Einheit sehen. Wir haben die Novinci, eine durchgängige Hinterradnabe mit 9 Gängen, also weil die es nicht anders kann und kennt. Und mit der aktuellen oder mit der Software-Version 40 und der Hardware-Version 8, die Seriennummer
Und das waren alle Informationen, die wir zu den Komponenten haben. Also alles, was irgendwo mit dieser Drive Unit kommuniziert, kann man hier unter den Komponenten sehen. Wir gehen mal zurück mit einem Taster nach links. Und das ist dann alles, was es zu Mein E-Bike zu entdecken gibt. Gehen wir auf die Screens ein. Und hier kann man die ganzen verschiedenen Bildschirme, auf die wir gleich noch eingehen werden, komplett selbstständig kalibrieren und so einteilen, wie man lustig ist. Also Screen 1, Screen 2, Screen 3, Screen 4, Screen 5, Screen 6, Screen 7, Screen 8, Screen 9, 10. Insgesamt kann man also 10 verschiedene Bildschirme, 10 verschiedene Anzeigeelemente hier anzeigen lassen und dann im Grunde alle Fahrinformationen sich einblenden lassen. Gehen wir mal auf einen Screen und stellen den so ein bisschen ein. Und jetzt lassen wir den auch anzeigen. Und hier kann man dann das Layout erst einmal ändern. So, entweder wir haben Vollbild, dann haben wir nur eine Option, 2, 3, 4 Kacheln. Und dann bei den 3 Kacheln kann man die auch verschieden konfigurieren. Wählen wir mal ein 3-Kachel-Szenario. Und hier kann man dann sehen, dass wir 3 verschiedene Optionen haben, wie wir das anordnen können. Kachel Nummer 1 ist jetzt die gefahrene Geschwindigkeit. Tour, was man da sehen kann, also Höhe, Strecke, Fahrzeit, Gesamtzeit. Navigation, also Vollbildnavigation. Fitness, da kann man dann Trittfrequenz, Durchschnittstrittfrequenz, maximale Trittfrequenz, Kalorien, Herzfrequenz, durchschnittliche Herzfrequenz, maximale Herzfrequenz, Leistung, meine durchschnittliche Leistung, maximale Leistung einstellen. Gehen wir mal zurück. Zack. Und dann Systeminformation. Also Uhr, E-Shift, E-Suspension, falls man das in seinem Rad verbaut hat, die aktuelle Reichweite, die Gesamtstrecke und Informationen über die Akkus abrufen, also den Akkuladestand. Und das sind die verschiedenen Kacheln, aus denen man wählen kann. Also wirklich sehr, sehr viele Informationen, die man sich gleichzeitig anzeigen lassen kann und aus denen man wählen kann. Gehen wir mal zurück auf die Bluetooth-Einstellung. Bluetooth könnte man jetzt über dieses System ein- und ausschalten und man kann sehen, okay, das ist jetzt mit meinem Handy verbunden. Und wenn man hier rauf geht, dann kann man das Smartphone auch entkoppeln, um ein anderes Gerät zu koppeln. Das brechen wir mal ab. Und es sind keine weiteren Geräte verfügbar, weil das Kiox-Display nur mit einem einzigen Handy gekoppelt ist, nämlich mit meinem. Nächster Punkt ist mein Profil. Da gehen wir mal rein und hier kann man den Namen sehen und meine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr auch immer schreiben, wenn ihr zum Beispiel mal euer Fahrrad zum Testen zur Verfügung stellen wollt. Und hier kann man dann Informationen eintragen, sodass der Dieb eines Fahrrads, das mit Kiox-Display ausgestattet ist, weiß, von wem er das Fahrrad geklaut hat. Und dann am Ende sind die Systemeinstellungen. Hier kann man die Helligkeit einstellen, entweder automatisch oder aber manuell. Dann kann man das hier so in 10er Schritten bis auf 100% setzen. Wir gehen mal zurück und gehen auf automatisch, weil dann passt er sich automatisch der Umgebungshelligkeit an. Dann kann man die Uhrzeit manuell einstellen, das aktuelle Datum, die Zeitzone, in der man sich bewegt, ob es sich um ein 24-Stunden-Format oder 12-Stunden-Format handeln soll, ob ein heller oder ein dunkler Hintergrund sein soll. Und wenn ich das jetzt mal anschalte, dann könnte ich gleich mal sehen, wie das aussieht. Ob wir in Meilen pro Stunden oder Kilometer pro Stunden angezeigt haben wollen und in welcher Sprache wir das Ganze lesen wollen. Wir machen das jetzt mal auf Deutsch. Und man kann das ganze Ding auch noch auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Das lassen wir mal und gehen jetzt mal zurück. Und jetzt könnt ihr sehen, ist das Ganze mit einer weißen Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Finde ich aber hässlich, deswegen gehen wir jetzt mal in die Einstellung zurück und ändern das ganz schnell wieder. Und dann am Ende gibt es noch den Reiter Informationen. Man kann das ganze Kiox-System registrieren. Dazu muss man die E-Bike Connect App runterladen. Das zeige ich euch gleich auch nochmal. Dann gibt es den Punkt FAQs. Da wird allerdings nur ein QR-Code angezeigt und wenn ihr den scannt, dann kommt ihr zu der E-Bike Connect App. Dann könnt ihr hier eine kleine Einführung zum Kiox-Display sehen, also wie das Ganze funktioniert. Aber braucht ihr dann nicht mehr sehen, weil das zeige ich euch jetzt ja gerade. Zertifikate, die sind natürlich wichtig, wenn man Bluetooth zum Beispiel hat.
ist für den Endbenutzer, denke ich mal, irrelevant, aber sie sind hier drin, sowie die Lizenzinfos. Sie sind da, sie werden im Grunde nie so richtig gebraucht. Soweit zu den ganzen Einstellungen, die man vornehmen kann. Diesen Bildschirm habe ich ja schon gezeigt und während der Fahrt sind jetzt eigentlich die folgenden Tastenbefehle sinnvoll. Hier mit den Plus- und Minus-Tasten könnt ihr durch die verschiedenen Unterstützungsstufen schalten. Von Off bis zu Turbo und da hat er dann auch verschiedene Anzeigefarben. Mit links und rechts könnt ihr dann durch die verschiedenen Bildschirme schalten und einen Druck auf die Optionstaste. Dort kann man dann hier mit der Enviolo die gewünschte Trittfrequenz einstellen oder aber mit einem Tastendruck nach rechts kann man den Tageskilometer zurücksetzen und bestätigen kann man das dann mit der Optionstaste. Diese verschiedenen Bildschirme, die waren jetzt alle voreingestellt, aber sie geben einen ganz guten Abriss darüber, was das QX Display alles anzeigen kann. Hier also die aktuelle Uhrzeit, die wir auch schon auf dem Homescreen gesehen haben. Die aktuelle Reichweite nochmal in groß, die gefahrene Strecke, die Fahrzeit, die aktuelle Leistung, das ist ganz interessant, besonders dann natürlich, wenn man mit einem iMTB unterwegs ist oder mit einem anderen sportlichen E-Bike. Dann die Trittfrequenz, die man gerade fährt, auch das eine Kenngröße für Sportler, die ganz interessant ist. Und man kann das Gerät auch noch mit einem Herzfrequenzsensor verbinden, sodass man dann auch den aktuellen Puls sieht. Auch das ist natürlich gerade dann spannend, wenn man sportlich mit einem E-Bike unterwegs ist. Das nochmal eine Übersicht, wie man das nutzen kann. Und dann haben wir als siebten Screen hier den Navigationsbildschirm. Und damit der funktioniert, muss man die E-Bike Connect Smartphone App runterladen. Die gibt es für Android und iOS und dann kann man sämtliche Funktionen des QX Displays nutzen. Und wie das funktioniert? Das zeige ich euch jetzt. So, ich habe mein Handy hier und wir starten jetzt die E-Bike Connect App. Und hier kann man dann schon gleich im Homescreen einige Informationen sehen. Also wir sehen, dass ich in diesem Monat dieses Fahrrad noch nicht so viel gefahren bin. Das ist die Feed-Funktion jetzt. Also hier werden alle Informationen, die man so schnell mal haben möchte, auf einen Blick angezeigt. Auf diese Premium-Log-Funktion werde ich gleich nochmal eingehen. Die letzte Aktivität, darüber kann man sich dann Informationen anzeigen lassen. Und es werden immer Nachrichten angezeigt in Verbindung mit dem Bosch-Motor, wenn es neue Updates gibt etc. Und auch wenn zum Beispiel andere Geräte geupdatet wurden oder auch wenn es eine neue Bosch-Motoren-Generation gibt. Das kriegt man dann alles in der Smartphone-Connect-App oder E-Bike Connect App angezeigt. Hier kann man dann die verschiedenen Aktivitäten sehen, die man gefahren ist. Und das ist bei dem Profil, das ich jetzt im Dezember mit dem Lastenrad hatte, natürlich nicht so spannend. Mit einem sportlichen Fahrrad hat man da sicherlich mehr Möglichkeiten und auch einen richtigen Trainingskalender. Dann kann man die auch noch benennen und noch weitere Informationen dazu hinterlegen. Ja, und dann der Punkt Karte. Das ist dann wichtig für die Navigationsfunktion. Das zeige ich euch gleich. Und dann findet man hier bei Mein E-Bike alle Informationen über das E-Bike. Im Grunde sind das alle Informationen, die man auch aus dem Kiox direkt abrufen kann, wenn das Kiox mit dem Fahrrad verbunden ist. Wenn das Kiox vom Fahrrad getrennt ist und angeschaltet ist, dann kann man aber trotzdem auf diese Informationen zugreifen. Und hier ist jetzt ein spannender Punkt, nämlich die Log-Funktion. Es gibt nämlich eine Art Zündschloss, wenn man so will, für E-Bikes, die mit dem QX-Display ausgestattet sind. Für 9,99 Euro kann man eine Schlüsselfunktion freischalten, sodass das E-Bike nur mit diesem QX-Display funktioniert. Also das eigene E-Bike nur mit diesem QX-Display funktioniert. Wenn man dann versucht, irgendein anderes QX-Display da drauf zu bauen, dann geht der Motor nicht an. Das Fahrrad hat dann keine Unterstützung. Das QX-Display fungiert dann quasi als Schlüssel für das Bosch E-Bike. Und das ist eine ziemlich coole Funktion. Wenn das jetzt hier mein Fahrrad wäre, würde ich das, denke ich mal, definitiv aktivieren. Und wenn man dann auf den Mehrreiter geht, dann sehen wir hier noch Shop. Bei dem QX-Display gibt es hier in diesem Fall jetzt nur diese Premium-Log-Funktion. Dann kann man noch verschiedene Einstellungen unternehmen, wie zum Beispiel die Verbindung mit der App Komoot.
die Geolocation-Datenspeicherung und man kann hier das eigene Profil eben anlegen mit den Informationen, die ihr dann auch wieder in dem Kiox-Display sehen könnt. Dann kann man noch persönliche Gesundheitsdaten speichern. Das ist, wie gesagt, auch dann wieder interessant, wenn man diese App als Trainingstagebuch nutzen möchte, wenn man mit seinem E-Bike sportlich unterwegs ist. Dann gibt es hier die entsprechende Hilfe, dieses FAQ, das das Kiox-Display selber nicht so recht anzeigen wollte. Aber hier gibt es dann einige Fragen, die auch direkt beantwortet werden, wie zum Beispiel, wie kann ich ein Ziel eingeben mit der E-Bike Connect App? Oder wie kann ich externe Geräte wie zum Beispiel ein Herzfrequenzmesser anschließen? Das ist dann schon mal wichtiger, das ist nicht unbedingt selbsterklärend. Und so findet man dann hier bei der Hilfe sämtliche Informationen, die man braucht. Und dann noch weitere Informationen, das Impressum über Bosch und dann noch Lizenzinfos, AGBs, alles, was man in einer modernen App eben so braucht. So, und wir betreten jetzt ein Raumzeitkontinuum und gucken mal, wie die Navigation funktioniert. Ich bin jetzt hier auf dem Bauernhof gelandet. Ich weiß nicht, wie ich hier hingekommen bin. Ich weiß nicht, wie ich wieder zurückkommen soll. Deswegen versuchen wir jetzt mal die Navigationssystem des Kiox-Displays aus. Und hier können wir sehen, jetzt ist hier noch keine Route geplant. Wir öffnen mal die E-Bike Connect App, gehen jetzt mal auf Karte. Und hier können wir zumindest schon mal sehen, wo wir genau sind. Und dann können wir nach einem neuen Ziel suchen. Dann gehen wir mal auf Lübeck. So, dann wählt er automatisch die Lübecker Altstadt und wir haben jetzt hier mehrere Optionen. Wir können die Route speichern und dann auch benamen, sodass wir, wenn wir die öfter fahren wollen, und dann haben wir die Möglichkeit, schnell dahin zu kommen, eine schönere Strecke zu fahren und eine Mountainbike-Strecke zu fahren. Und auch hier können wir dann die Höhenprofile sehen. Wir nehmen mal die Mountainbike-Strecke, die schönere Strecke, direkt am Wasser lang und starten die Route auf dem Kiox. Jetzt wird die Route gesendet. Okay. Und jetzt kann man sowohl hierüber navigieren, als auch hier über das Kiox-Display navigieren. Wir schließen jetzt mal das Handy und navigieren rein über das Kiox-Display und gucken dann mal, wie das funktioniert. Und schon wird einem der Weg angezeigt. Hier kann man jetzt die Entfernung sehen, wie weit es noch bis zum Zielort ist. Und es wird anhand einer Linie angezeigt, wo wir langfahren müssen. Und dazu finden wir dann hier oben auf dem Kiox-Display noch alle Informationen, die uns interessieren. Also Entfernung bzw. Geschwindigkeit, den Modus, Licht an oder aus und den Akkuladestand. Und jetzt kann man sehen, wir müssen gleich rechts abbiegen. Und das Display ist hell genug und zeigt auch deutlich an, wo man langfahren muss. Allerdings muss man schon ein bisschen interpretieren können. Besonders dann, wenn man in einem urbanen Raum unterwegs ist, welche Straße dann tatsächlich gemeint ist. Aber das ist auch sehr präzise. Also das Kiox-Display selber hat kein GPS, sondern das nutzt das GPS vom Handy. Das heißt, der Handy-Akku könnte relativ schnell natürlich aufgebraucht werden. Aber das kann man ja in dem ersten Display sehen, wie viel Rest-Akku-Ladestand noch vorhanden ist. Und hier sehen wir dann auch, dass das Display oder das Handy mit GPS verbunden ist. Ja, und jetzt folgen wir der Route und kommen dann auch an. Ja, das ist alles, was man zu dem Bosch Kiox-Display wissen muss. Und das Coole ist, es ist nicht limitiert auf irgendwelche Sport-E-Mountainbikes oder hochwertige Cargo-Bikes. Man kann sich das komplette Kiox-System nämlich kaufen und für sein Bosch-E-Bike nachrüsten. Ich verlinke euch das unten in der Beschreibung. Da ist dann das Display natürlich drin, die Taster für den Lenker sowie die Halterung für das Display. Freischalten muss das dann aber eventuell noch ein Bosch-Händler. Ja, das ist alles, was man wissen muss zum Bosch Kiox Display. Die Anwendung, die Bedienung, die Verbindung zur App und die Navigation. Wenn ihr Fragen zu dem Kiox Display oder Anregungen oder Anmerkungen habt, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbahn das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.